So, da bin ich wieder. Sorry, hat doch ein bisschen länger gedauert. Kamera. Ja, ich muss doch schnell mit Joy gehen. Denn meine Freundin hat sich auf der Arbeit heute böse in den Finger geschnitten. Und konnte deshalb die Leine nicht halten mit Joy dran. Ah, so. Die Ratsmission ist jetzt am Start. Bevor ich das mache, gönne ich mir aber noch was zu essen. Seid ihr noch alle da? Immer noch 60 Leute. Wow, cool. Nicht schlecht dafür, dass es Nachmittags ist. Draußen schönes Wetter. Grants, schaust du Animes? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht warum. Bin nicht so der größte Fan von diesem Anime-Zeichenstil. Robinator ist neu. Und dachte erst, er wäre mit Perwoll gewaschen, aber nein, er ist neu. So, ich bin hier oben. Hallo, Leute. Seht ihr mich? Ratsbericht. Das Shirt ist schön, oder? Hast du es auch an, Rebecca? Ich hoffe doch. Ich habe nur das Shirt an. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So. Sturmsoldat. Schwerer Soldat. Sniper. Noch ein schwerer. Nee. Dann nehmen wir die Catelyn mal mit und hoffen, dass sie Unterstützung wird. So, okay. Einsatz starten. Auf nach Russland? Nee. Wir landen. Wir landen. Okay, beginne den Angriff. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt Frankreich fordert hinkriegen. dringend einen Einsatz an. Frankreich. Oui, le baguette, Claudette, Jeannette. Une cigarette. Ich bin gespannt, Leute. Frankreich Es liegt gibt schon in Schutt und weitverbreitete Asche. Spekulationen Sieht bezüglich also eines aus wie Überfalls immer. auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Flocky, Informationen lauf. haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Neues So. Ziel erhalten. Dann wollen wir das mal versuchen herauszufinden. Unser Sturmsoldat geht mal hier über die Seite. Hey, zum Glück ist noch keiner von euch gestorben. So, und O'Neill geht hier hin. So, okay. Feldposten. So, Flocky, der alte Draufgänger, geht mal hier vorne hin. Einen dünnen Mann. Haben dünne Männer nicht drei Gesundheit? Skandal. 48-prozentige Trefferchance. Probier's einfach mal, Flocky. Wow, der Flocky! Krasser Kerl, der Flocky. Muss man ja mal so ehrlich sagen. So, hier richten wir einen Feldposten ein. Dann rennst du einfach mal hier ins Lagerhaus. Scheinbar nichts los. Und die neue rennt mal hier vorne hin. So, das sieht gut aus momentan. Aber wir haben auch erst einen Alien gesehen. Keine Meldcontainer übrigens. Ah, klassisch. Okay, deswegen. Flocky, schau mal hier um die Ecke. Zwei dünne Männer. Oh, und der eine steht gut. Den einen könnte Flocky. Na, obwohl. Flocky würde dann flankiert sein. Deswegen geht Flocky erstmal zurück. Rebecca, oh, Extensions, du siehst ja nie was. Stell dich mal dahin. Kann jetzt leider nichts mehr machen. Sie könnte versuchen, mit der Pistole zu schießen. 88-prozentige Chance. Warum nicht? Ja, immerhin, ein Schaden. Rebecca bleibt mal. Haha, cool. Cool. Dass du das Shirt in der Schule anhattest.
Was machen wir jetzt? Captain O'Neill geht hier hin. Nee, Catelyn heißt sie natürlich. Captain. Wäre sie wohl gerne, ey. Muss sie aber noch ein bisschen was machen für. 44 und 45. Ich würde fast sagen, ich versuche trotzdem auf ihn zu schießen, weil der hat schon Schaden bekommen. Yes! Kritisch, wow. Nicht schlecht. Er sitzt einer hinter der Tür. Ach, die Mission ist gescriptet. Okay, das wusste ich nicht. Und, nein, das war... Ah, da ist er gerannt. Egal, er hat eh nur die Shotgun. Auf die Entfernung wäre das böse geworden. Und er schießt auf Catelyn. Na, aber das gibt's doch nicht. Wieso denn? Ach, wieso stirbt denn die Catelyn da so schnell? So, Rebecca, siehst du jetzt mal wen? Nee. Oh Mann, ohne Worte. So, du gehst da vorne hin, Flocky. Und hältst jetzt einfach mal wieder drauf. Ja, Flocky, immerhin. So, Rebecca, was machen wir jetzt mit dir? Spurte mal da vorne hin, dass wir zumindest einen Sniper haben. So, und hinter welcher Tür? Hinter welcher Tür? Hier ist keine Tür mehr. Hier hinter der Tür? Ich weiß es nicht. Ja, du läufst nach da vorne. Und siehst nichts. Okay, das ist natürlich schlecht. Scheiß auf deine Wand wie am Plasma. Ja, das Gefühl hatte ich gerade auch. So, Flocky geht hier vorne hin. Da sieht er noch einen dünnen Mann, der sich allerdings versteckt. Das bedeutet, Flocky könnte nachladen. So, Rebecca geht auf Feldposten. Und er muss aufpassen, hier ist noch Gift. Stell dich mal an die Ecke. Und Feldposten. Oh, jetzt komm. Reflexschuss. Ah, der Stürmer schießt daneben. Flocky ist nicht auf Feldposten, aber Rebecca. Vielleicht, wenn er noch weiter rennt. Nee. Ah, er hat ihn vergiftet. Scheiße. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Ah, ich bin schon durch die Tür durch. Okay, sorry. Wir könnten Sturm und Schuss machen. Machen wir auch einfach mal Sturm und Schuss. Spurte mal da vorne hin. Und dann knall den bitte über den Haufen. Komm schon. Es ist nicht wahr. Rebecca sieht mal wieder nichts. Nicht mal ihre eigene Hand vor den Augen scheinbar. Ja, Rebecca geht da vorne hin. Ach scheiße, ich bin auch blöd. Die hat ja noch die Pistole in der Hand die ganze Zeit. So, Granate werfen gegen den bringt leider nichts. Da würde nichts passieren. Kann doch nicht angehen, ey. Stell dich hier ins Auto. Geh auf Feldposten. Ich kann nicht mehr machen mit dem. Boah. Endlich auch mal Schwein gehabt. Schießt der daneben. So, wir sind aber vergiftet, bekommen also noch weiterhin Schaden. So, hast du denn jetzt die Güte, den Typen da unten drin zu treffen? Ich könnte auch hier hochgehen. Dann habe ich ihn flankiert. Aber eigentlich sollten 72% ja wohl reichen. Ja, geht doch. Meine Güte. So, okay. Rebecca wechselt erstmal auf die Sniper Rifle und geht dann auf Feldposten. So, Flocky. Flocky könnt jetzt laufen da vorne hin. Lauf du mal, da ist nichts. Okay, da war doch was. Hab niemanden gesehen. Toll, nur weil ich gegessen habe. Du musst nachladen. Geh mal da vorne hin. Und lade dein Gewehr nach. Flocken. Flocky geht hier hin. Niemand, okay.
Und Rebecca würde ich gerne in schwere Deckung lassen. Deswegen geht sie hier hin. Ah, von da aus kann sie bestimmt nicht zielen, oder? Nee, da kann die nicht hingehen. Scheiße. Scheiße, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann geh hier hin, Rebecca. So, Flocky ist wieder am Start. Er guckt mal hier um die Ecke. Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Wir haben ein neues Ziel. Den soll ich jetzt da rausholen. Na gut, okay. Na, wir bewegen uns langsam. Ja, stimmt. Wände sind natürlich nicht so verlässlich, da habt ihr recht. Und Extensions, Feldposten. Aber hier ist eigentlich nichts verlässlich. Du kannst alles, was Deckung ist, eigentlich so, oder so gut wie alles, kannst du abknallen. Geh mal hier vorne hin, Flocky. Da sieht er noch ein. Siehst du wohl. Er ist aber abgehauen, okay. Feldposten. So, Extensions könnte jetzt gleich mit nach vorne gehen. Du gehst hier vorne hin. Der Sturmsoldat. Gehst auf Feldposten. Was machen wir jetzt mit Rebecca? Geht sie noch hier hin? Ja, komm. Geh da hin. Und geh meinetwegen in Deckung. Mit der Pistole Feldposten ist ja eh witzlos. Oh. Oh, Flocky. Schade. Wie hat er den gesehen? Keine Ahnung, Radaraugen oder so. Okay, das war kein Spurt. Das war kein Spurt, aber er rennt so nah an mich ran. Dort drüben gibt es einen Überlebenden. Ich weiß. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. So, kann Rebecca den dann jetzt mal sehen? Nö, natürlich nicht. Der Flocky muss es also wieder machen. Geh mal dahin, Flocky. Und knall den ab. Dürfte nicht in der Giftwolke stehen, oder? Nö. Gut, Rebecca bleibt hier stehen, geht erstmal auf Feldposten. Und du, mein Lieber, gehst jetzt ans Auto. Auf den Weg. Und sprichst ihn an. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Nee, du kommst schon mit. Von hier erfahrt ihr nichts. So, den Typen sollen wir jetzt mitnehmen. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Hier müssen wir wieder hin. Wir müssen ihn mitnehmen. Aber die Mission sollten wir doch eigentlich schaffen. Ziele wurden aktualisiert. Er könnte hier reinspurten, dann steht er aber so ein bisschen auf offener Flur, deswegen gehen wir dahin. Commander, wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Scheiße. Kevinus, das kam eine Sekunde zu spät, leider. Ich habe jetzt gerade erst den Kommentar gelesen, dass ich noch einen Moment warten sollte, bevor ich das mache. Toll. Okay, alles klar. Extensions hat aber mal wen getroffen. So, wen könnt ihr denn jetzt hier so sehen? Nur den, okay. Was hast du für eine Chance? 83, komm schon. Ja, da hat sie es auch mal geschafft. So muss es sein. Ansonsten war der, glaube ich, nur noch auf dem Dach, oder? Das heißt, der Flocky könnte in das Haus hier reingehen. Bin unterwegs. Und geht. Ne, er lädt seine Waffe erstmal nach. So, der neue. Ja, sorry. Ich hab. Nein, das hat nichts mit Dickkopf zu tun. Ich hab's erst jetzt gesehen, leider. Du gehst da vorne hin. So, der darf auf keinen Fall sterben. Kopf runter. Und der mit der Shotgun geht hier vorne hin. Bewegung. So. Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Ja, der schießt runter. Ach, Mann. Und Rebecca ist schon wieder in Panik.
Ah! Oh. So, Extensions können wir gerade nicht bewegen. Der Typ sollte wahrscheinlich lieber hier ins Haus gehen. Oh no. Verdammt. Wir haben die VIP verloren, Commander. Dieser Mann war unsere einzige Hoffnung zu erfahren, was da passiert ist. Yo. Und jetzt werden wir nichts mehr aus ihm herauskriegen. Ja, sorry. Ziel wurde aktualisiert. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ah, verdammt. So, Flocky, jetzt mach mal was. Immerhin, auf Flocky ist noch Verlass. Die Kiste ist durch, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. So, Extensions. 50%, willst du mich verarschen? Triff den bitte. Ja! So, ja, okay, der Kackvogel ist weg. Einsatz ist fehlgeschlagen, das ist schlecht. Ja, ich weiß, ich hab's jetzt leider erst zu spät gesehen. Oh Mann. Na gut, egal. Noch ist nichts verloren. Außer Frankreich wahrscheinlich. Oh, Flocky wurde immerhin mal wieder befördert. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Wächter ermöglicht 2 Reflexschüsse. Ah, oh, das wäre natürlich ideal, wenn wir jetzt... Ach nee, das hatte der gar nicht. Oder den Gefechtsscanner. Ich würde sagen, den nehmen wir Wächter, oder? Schreibt mal ruhig in die Kommentare. Wächter. Na, Leute, Wächter? Alles klar, Wächter. So, okay. Also immerhin sterben unsere beiden hier nicht. Extensions und Flocky. Das wäre sehr böse. Wir bleiben in es Kontakt, hätte so gut Commander. Gepasst, Leute. Wir hätten dadurch Geld bekommen. Wir hätten dadurch so viel bekommen. Jetzt haben wir echt die Mission verkackt. Das ist echt ärgerlich. Jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Scanner braucht kein Mensch. Ja, Einsatzleitung. Ärgerlich. Abfangjäger starten. Da wird Raven wieder hochgeschickt. Dann hoffe ich mal, dass wir das UFO abgeschossen bekommen. Oh, der ist groß. Aber trifft gerade nicht. Wow! Okay. Okay. Ja, wollen wir direkt den Skyranger losschicken? Glaub ja, oder?